Marcells Block. Marcells Block. Ihr seht gerade hier den LatexBot arbeiten für Monster World. Die Benutzung dabei ist im Prinzip relativ einfach und auch wesentlich besser als meine selbst konstruierte Variante eines Möchtegern-Bots, den ich da mal aufgestellt habe. Und zwar sieht es so aus, dass LatHex ja für relativ viele Facebook-Spiele irgendwelche Cheats gemacht hat und unter anderem halt auch für Monster World. Benutzt wird das Ganze im Prinzip einfach nur so, dass ich hier wirklich links an der Seite wieder meinen kleinen Button habe. Da drücke ich einmal drauf. Es dauert jetzt leider einen kleinen Moment, weil das alles bei mir so ein bisschen tricky ist mit dem ganzen Kram. Und wenn es dann da ist, so wie jetzt, dann kann man dann auswählen zwischen Auto Harvest, sprich automatisch ernten, Auto Replant für automatisch wieder hinpflanzen, das was man gerade geerntet hat, und Auto Reload. Ihr seht, bei mir sind alle drei Haken an und auch im Hintergrund arbeitet mein Vieh ganz, ganz glücklich und ganz, ganz toll. Die Geschwindigkeit, die noch da unten drunter steht mit 20, ist die Geschwindigkeit, mit der sich euer Vieh auf der Map bewegt. Der arbeitet aber trotzdem genauso langsam, also der geht halt bloß schneller zu den einzelnen Positionen hin. Und das Delay, sprich die Zeitverzögerung, in welcher Abfolge der irgendwelche Aufgaben erledigt, solltet ihr tunlichst nicht ändern. Lasst es einfach bei 5000 stehen, das ist auf jeden Fall schnell genug und ihr macht auch genug Plus dabei. Gut, ich klicke jetzt mal eben hier auf Close, um euch das nochmal eben ganz kurz zu zeigen. Ihr seht, man kommt relativ schnell hoch. Ich habe jetzt innerhalb von, ja, ich würde mal sagen, einer halben Stunde, während ich jetzt hier am Testen bin, 915 von diesen kleinen Steinchen gemacht. Als Tipp von mir ist, ihr habt hier oben noch diesen kleinen Button, mit dem ihr die Videoqualität rauf und runter setzen könnt vom Game. Während des Bottens würde ich die Videoqualität auf jeden Fall runterstellen. Dann läuft es ein bisschen besser. Und wenn ihr euch fragt, wie ihr diesen Cheat installiert, ihr seht dort oben so einen kleinen Link, da könnt ihr einfach draufklicken und da findet ihr dann die Install-Anleitung für den LatHex-Cheat. Wichtig ist, das Ganze funktioniert nur mit dem Firefox, nicht mit Google Chrome, nicht mit Internet Explorer. Ihr müsst diese Firefox-Extension installieren und danach funktioniert das Ganze auch. Und ab und zu auch mal die Updates installieren, damit es auch längerfristig funktioniert. Das war's schon. Viel Spaß damit. Tschüss.